Hallo Jens, freut mich, dass wir uns heute mal zu dem Thema OKRs ein bisschen austauschen. Wir haben uns in Berlin im Rahmen eines Seminars kennengelernt. Vielleicht so in zwei Sätzen zu dir, zu deiner Firma, wer du bist, was du machst, damit das im Kontext ganz gut wahrzunehmen ist. Ja, Jens Buchloh, Gründer von Argovia. Wir sind ein IT-Software-Unternehmen, was seit 2002 am Markt besteht. Sind Marktführer im Bereich der beruflichen Bildung und sind jetzt gerade dabei, neue Märkte für uns zu erschließen. Gut, wir haben uns ja, habe ich gerade erwähnt, in Berlin in einem OKR-Seminar kennengelernt. Die erste Frage ist, wie bist du überhaupt auf das Thema OKRs aufmerksam geworden? Ja, ich habe mich im Internet schlau gemacht, suchte nach einem System, was uns weiterhilft, uns zu organisieren, also das Thema Ziele und Meilensteine zu organisieren. Und da bin ich über das Internet auf euch gestoßen im Rahmen einer OKR-Methode, die ich über LinkedIn kennengelernt hatte und dann OKR gegoogelt habe. Und ja, da tauchte Murakami gleich an erster Stelle auf und so bin ich zu euch zum Seminar nach Berlin gekommen. Welche Probleme wolltest du denn mit OKRs lösen? Wenn man das so mal quasi kategorisieren kann in die Top 3. Was wären so die drei Sachen, wo du sagen würdest, da wollte ich mich verändern oder da wollte ich uns verändern? Also ich wollte für uns das Problem der fehlenden Ziele auf Sicht lösen. Das war das Hauptproblem, was ich gesehen habe. Wir haben also im Rahmen von QM, DIN EN ISO 9001, immer schön Jahresziele formuliert und diese Ziele waren einfach, nachdem man sie im Januar gesteckt hat, irgendwann übers Jahr weit, weit, weit weg. Und für uns war einfach wichtig, sich Ziele über kürzere Zeiträume zu setzen und sich dann ein Format zu überlegen, wie ich aus diesen Zielen eben auch Maßnahmen verschalten kann. Ein zweiter Aspekt war zu erkennen, wie die einzelnen Institutionen in der Firma miteinander arbeiten können, dass dort ein Gefühl der Gemeinsamkeit entsteht, gemeinsam an Zielen zu arbeiten. Auch das war häufig ein Problem bei uns, Firmenziele zu definieren und sich als Mitarbeiter zu fragen, was habe ich damit zu tun? Das heißt also, einen stärkeren Spirit zu erzeugen, wie ein Ziel letztendlich in jeder Abteilung dann auch kaskadiert. Jetzt haben wir ja zusammen mit dem ganzen OKR-Prozess so ein bisschen diese Visionsdiskussion bei euch angestoßen. Das finde ich immer einen wahnsinnig spannenden Punkt, dass OKR ist immer wieder das Thema, wo geht es denn eigentlich hin mit der ganzen Firma und was es denn eigentlich unsere Vision angeht. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen aus deiner Sicht schildern, warum wir da angekommen sind an dieser Diskussion und was da OKRs für euch angestoßen hat und vor allen Dingen auch, wie das eure gesamte Wahrnehmung von dem Thema verändert hat. Unsere Wahrnehmung war einfach vorher die, dass wir uns über das Thema Vision, Mission, strategische Maßnahmen so konkret, eigentlich muss man sagen, keine Gedanken gemacht haben. Wir haben eine Arbeitsagentur-Anforderung umgesetzt für unsere Kunden, haben da unsere Kunden abgeholt bei dem, was gefordert worden ist. Dadurch, dass es diese Maßnahmen nun in großer Anzahl gibt, haben wir da einen Kundenbedarf gedeckt. Aber letztendlich für uns ein Spirit oder eine Vision auf Sicht, wo wir mal hinwollen, diese Gedanken gab es vorher in der Form nicht. Und durch diesen OKR-Prozess kamen wir eben dazu, uns darüber Gedanken zu machen, wo wollen wir eigentlich mit der Firma mal hin, was ist eigentlich unser innerstes Bedürfnis, in eine Richtung zu gehen. Und das wurde durch OKR deutlich rausgearbeitet, sowohl die Vision als auch die Mission, bis hin zu den konkreten Zielen, die sich dann für ein 3-Monats-Quartal ergeben. Wie ist dann eure Vision bei rausgekommen? Also was habt ihr euch dann jetzt quasi auf die Fahnen geschrieben? Was wollt ihr angehen? Die Vision ist eben nicht die, jetzt die Arbeitsagenturmaßnahmen abzubilden. Das war die Vision, die man vorher wahrnehmen konnte, sondern unsere eigentliche Vision ist es tatsächlich, die Bildungsempfänger zu erreichen und denen eine Bildung zu ermöglichen, die es ermöglicht, dass ein Bildungsempfänger seine eigenen Ziele erreichen kann. Das heißt, aus der Sicht eines Menschen heraus eine Bildung zu ermöglichen, die es tatsächlich ermöglicht, die Ziele zu erreichen, die er sich selbst setzt.
Kann man sagen, dass wir damit so ein bisschen die Sichtweise gedreht haben von einem Produkt, von einer produktorientierten Organisation hin zu einer nutzenorientierten Organisation, also auch die Perspektive ein bisschen gewechselt haben, auf wen wir unsere Maßnahmen ausrichten? Die Perspektive ist eindeutig gewechselt worden. Wir haben vorher tatsächlich die Anforderungen der Bildungseinrichtungen abgebildet, haben also quasi den Pädagogen ein Instrument an die Hand gegeben, was es ihnen ermöglicht, ihren Workflow nutzbringend abzubilden. Ob das nun für den Bildungsempfänger nutzbringend war, ist dabei im Grunde nicht erheblich gewesen. Und das ist der Fokuswechsel hier, zu sagen, es geht nicht um den Pädagogen, um den Bildungsvermittler, sondern es geht um den Menschen selbst, der Bildung erhalten soll, dass der die optimale hält und dass wir alles dafür tun, dass eben jeder Mensch bei der Umsetzung seines persönlichen Bildungsvorhabens unterstützt wird. Jetzt haben wir ja an diese Visionsmissionsentwicklung quasi eine OKR-Einführung angedockt. Das heißt auch, dass man das ganz sauber runterbrechen kann. Also jetzt haben wir das langfristige Ziel und was heißt das für die nächsten 3 Monate für uns? Was sind die wichtigsten Verbesserungen, die du, sagen wir mal, jetzt über die letzten 6 Monate spüren konntest, die OKRs quasi für euch im täglichen Umgang mit eurer Arbeit gebracht haben? Also die OKRs sorgen dafür, dass eine Vision oder eine Zielsetzung einer Firma tatsächlich transparent wird, dass wir es schaffen, auf eine Sicht von 3 Monaten uns zu zwingen, etwas vorzuhaben, etwas mit Zielen zu belegen, mit motivierenden Zielen zu belegen, dass den Mitarbeitern klar wird, wo geht die Reise hin in den nächsten 3 Monaten und dass ihnen auch klar wird, dass wir alle 3 Monate diesen Weg überprüfen. Sind wir auf dem richtigen Weg? Müssen wir an uns arbeiten? Müssen wir vielleicht gewisse Dinge komplett revidieren? Das ist etwas, was für uns neu war. Das gibt unglaublich viel Sicherheit für die Mitarbeiter, weil sie das Gefühl kriegen, da ist etwas, das ich greifen kann, das ich erreichen kann. Ich merke, dass ich es gemeinsam mit anderen erreichen kann. Gemeinsam auch interdisziplinär heißt eben nicht nur als Entwickler unter Entwicklern, sondern mit den Testern zusammen, mit den Supportern zusammen. Und dieser Team Spirit ist also ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der bei uns eine Rolle gespielt hat, ihn über OKR zu entfachen, auch das Gefühl zu bekommen, wozu mache ich meine Tätigkeit, wo soll sie mal hinführen, was ist letztendlich der höhere Gedanke dazu. Das sind Dinge, die durch OKR sichtbar wurden und tatsächlich eben auch in Reihe geschaltet werden können, dass man eben sieht, okay, ich habe jetzt einen Schritt getan, der nächste Schritt wird nicht vergessen, sondern der wird im Grunde über das nächste OKR-Set dann auch wieder eingepreist, strukturiert, es ist klar, mit wem ich zusammenarbeite. Also diese Klarheit ist eigentlich der ganz große Faktor bei uns. Klarheit und Teamwork, würde ich sagen. Jetzt kommt es oft vor, dass das Feedback ist, dass eine extreme Mindset-Veränderung mit OKRs einhergeht oder einhergehen muss, dass das System erst wirkt. Jetzt haben wir das ja auch oft diskutiert. Was würdest du sagen, so über den Zeitverlauf? Wo hat man angefangen und wo hat sich wirklich das Denken verändert? Am Anfang war der Prozess ja nicht so klar strukturiert, dass man sagt, okay, man muss jetzt anders denken in dieser Art und Weise, sondern das ist so ein bisschen subtil mitgelaufen über diesen Change-Prozess, den wir jetzt durchlaufen haben. Was wäre jetzt so in der Retrospektive deine Wahrnehmung, wie hat sich euer Denken oder das Denken in euren Teams verändert durch OKRs und den Umgang damit? Also das Denken hat sich ganz stark verändert und ich finde, es hat eine Haltungsveränderung gegeben. Das ist ein ganz witziger Prozess. Wir haben angefangen, haben das Google-Video gesehen, da wird das einem sehr locker und leicht vermittelt. Man muss einfach nur ein paar O's bilden, ein paar KRs dazu formulieren, die Meilensteine festlegen, alles gar nicht so schwer. Und dann geht's los, da geht man erstmal ran und sagt, komm, das machen wir mal an einem Tag, dann haben wir das. Wir haben aber dann festgestellt, wie sehr sich unsere Haltung verändern muss, um qualitativ hochwertige Objectives zu bilden, um festzustellen, dass Objectives Key Results brauchen, die hinführen dazu, dieses Objective messbar zu erreichen, dass diese Objectives aber auch nicht in einem
starren Verhältnis zueinander stehen, die Key Results nicht in einem starren Verhältnis da zueinander stehen, dass es Freiheiten gibt, dass es Interpretationsspielräume gibt. Also es war für mich eben etwas typisch Deutsches zu erwarten, wir führen hier ein neues System ein und kriegen 80 Seiten Handbuch mit, wie haargenau es auszuführen ist, mit einer klaren Anweisung, so läuft es, so wird es gemessen, so wird es ausgewertet, das ist das Meeting-Set, so muss es durchgeführt werden. Und haben eigentlich für uns erst nach Wochen erkannt, dass wir es aus uns selbst heraus in unsere Firmenkultur einbauen müssen und für uns einen Weg finden müssen. Für uns einen Weg finden müssen, wie wir die Freiheit der Objectives, sie bilden zu können, sie motivieren bilden zu können, herunterkaskadieren von Company Objectives zu Team Objectives zu Personal Objectives, die Key Results, dass es quasi ein Prozess ist, der einer gewissen Routine bedarf, die passenden Key Results zu finden, die einerseits messbar sind, aber auch andererseits zu meinem Arbeitsprozess passen. Das war ein Prozess, wo ich sagen würde, wir haben jetzt ein halbes Jahr insgesamt gebraucht, um da aus den Fehlern der jeweiligen Sets, der jeweiligen KRs oder Objectives, die dann nicht so passten, zu lernen und uns da immer weiter eigentlich an eine Form heranzupirschen, die jetzt als passend bezeichnet werden kann. Das war ein ständiges Learning, das war auch etwas, wo man teilweise sagen musste, ein ganzes Set war eigentlich an dem Bedarf vorbei geplant. Was mich ganz stark gewundert hat und sehr gefreut hat, war, dass das Team das eingegangen ist. In der Vision, dass OKR was Gutes ist, was wachsen muss, was Zeit braucht, um verstanden zu werden und dass auch ein schlecht gewähltes Set etwas ist, es daran auch besser zu machen fürs nächste Mal. Das ist ja ein deutlicher Prozess, den man immer sieht. Also man redet in dem ersten Workshop darüber, was ein gutes O ist, was ein gutes KR ist, versucht das rauszufinden, versucht das zu formulieren, hat es dann verstanden, macht es nochmal, versucht es wieder, denkt, ah, das beim letzten Mal war gar nicht so toll, das ist jetzt besser. Aber durch das zwei- oder dreimalige Durchlaufen wird das ganze Thema ja deutlich straffer und dann kommt erst dieser Mindset-Change in Richtung nicht was schuldig an Bemühungen, sondern was bringt es an Ergebnis und wie ist diese Abgeschlossenheit zu verstehen, das bringt es ja dann eigentlich erst mit sich und da braucht es eine gewisse Transition-Phase. Jetzt ist auch einer der großen Nutzen, dass man bestimmte Dinge weglässt, also dass man zum Beispiel sagt, okay, wir können uns jetzt nicht auf alle Sachen fokussieren, weil das hätte dann nichts mit Fokussierung zu tun, sondern wir tun bestimmte Dinge nicht. Kriegen die aber dann über die einzelnen Abteilungen kommuniziert und sagen, dass wir auf den Sachen, auf denen wir arbeiten, ein deutlich besseres Ergebnis rausholen. Würdest du sagen, dass sich dieser Prozess auch über die Monate noch verändert hat? Am Anfang ist ja ein bisschen sperrig, sich dafür zu entscheiden, Dinge nicht zu tun. Habt ihr jetzt ein deutlich besseres Gefühl, dass man Sachen lieber aussortiert, um bei den anderen bessere Ergebnisse zu erzielen? Ich würde sagen, das Aussortieren war bei uns nicht der Faktor. Also es war eher so, sich zu überlegen, wie kriege ich eigentlich die Alltagsarbeit in das mit dem OKR-Set vereint. Das war etwas, was wir für uns lernen mussten, dass OKR die Arbeit an sich abbilden soll, bis auf einen Anteil von 20%, den man jetzt nochmal auf den Teamebenen dann quasi separat betrachten kann, aber dass das Gros der Vorhaben immer in dem Set verankert sein muss und sonst läuft was falsch. Das war etwas, was wir lernen mussten, da tatsächlich ein Gefühl dafür zu bekommen, für was setze ich eigentlich meine Ressourcen ein. Also das war etwas, was für uns ganz entscheidend war, erstmal zu sehen, woran arbeiten wir eigentlich, wie lange, welche Prozesse müssen wir über KPIs überhaupt sichtbar machen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess für uns gewesen, KPIs, also Key Performance Indicators, zu bilden, um einfach zu sehen, okay, an welchen Stellen kann ich bestimmte Zustände darstellen, kann sehen, wie viel Kontingent in etwas reinfließt, um dann zu sagen, an der Stelle kann ich das und das anbieten. Das heißt, das Organisieren von den O's, die wir gefunden haben, das war die große Kunst, herauszubekommen, wie geht Zusammenarbeit, wie geht
ein Wir, wie können wir tatsächlich aus einem Company-Set dann Team-Sets bilden und die miteinander dann auch verschalten. Das war eine große Fragestellung und ich habe immer eher das Gefühl gehabt, dass es für uns nicht das Problem war, zu viel zu haben, sondern tatsächlich eben dann auch die Sachen in eine richtige Reihe. In Einklang zu bringen, so ein Stück weit. Jetzt ist mein persönlicher Auftrag ein Stück weit, das Thema OKRs mit Stress in Verbindung zu bringen und beziehungsweise mit der Reduktion von Stress, weil ich durchaus der Meinung bin, dass wir mit OKRs so ein Team auch aus der Überforderung rausholen können und diesen Riesenberg, der vor einem liegt, so ein bisschen besser greifbar macht, um dieses Gefühl der Überforderung den einzelnen Mitarbeitern nehmen zu können. Das ist eine Beobachtung, die ich jetzt seit einiger Zeit irgendwie treibe, dass das ganz gut funktioniert. Hast du das Gefühl, dass das in deiner Organisation auch ein Stück weit Einzug gehalten hat, dass die Mitarbeiter so ein bisschen aus dieser Überforderung rauskommen in eine sportliche, ich nehme die Herausforderung an, aber ich überfordere mich und die Organisation nicht, aber wir kriegen eine realistische Einschätzung der Dinge? Also das, was ich wahrnehme, ist, dass die Mitarbeiter sich nicht mehr so alleine fühlen wie vorher. Zu sagen, ich habe hier etwas, da weiß ich gar nicht, wann hat das ein Ende, sind die Sachen, die ich mache, tatsächlich immer irgendwie nach hinten hin offen. Also OKR bietet uns quasi das Anti-Stress-Mittel zu sagen, ich setze mir ein Ziel, was ich erreichen kann und ich kann endlich mal einen Haken dahinter machen. Und das wird also als ganz großer Stressreduktionsfaktor wahrgenommen, die Vorhaben so kleinteilig zu organisieren über OKR, dass der Stress, dass etwas immer noch nicht fertig ist und andere Sachen schon wieder angefangen worden ist, deutlich reduziert ist. Und als weiterer stresshemmender Faktor würde ich sehen, dass den Mitarbeitern klar wird, dass es ein Wir ist. Dass es also etwas ist, wo sie nicht alleine stehen, sondern tatsächlich ganz viele Dinge sich in eine Teamarbeit auflösen, in ein, ich arbeite daran und ich kann mich auf Unterstützer verlassen, die mir zugesichert sind, ich unterstütze andere Personen auch und es ist ein Stress, den wir gemeinsam haben und dadurch viel besser aushalten können. Würdest du auch sagen, dass das zur Motivationssteigerung beiträgt, weil ich genau diese Haken machen kann, von denen du eben gesprochen hast? Eindeutig. Also die Motivation ist eindeutig dadurch gesteigert, dass OKR tatsächlich auch ein Prinzip hat, 70 als das neue 100 zu empfinden. Das heißt also ein Ziel auch schon zu 70% als erfolgreich darstellen zu lassen. Das gibt den Mitarbeitern diese Sicherheit, eben nicht festgenagelt worden zu sein auf, das muss 100%ig erreicht sein, sondern dieses Gefühl, wir sind genau den Schritt, den wir uns vorgenommen haben, vorangekommen. Das ist eben etwas, was den Mitarbeitern eine Laufruhe gibt. Ganz besonders das agile Prinzip zu sagen, auch Fehler, auch Verschätzen in dem, wie ich ein OKR-Set aufgesetzt habe, ist etwas, woraus wir etwas lernen können, ist nicht schlimm, ist etwas, was uns deutlich weitergeholfen hat, zu sagen, alles, was wir in diesem Set tatsächlich an Unwuchten drin gehabt haben, können wir im nächsten Set besser machen und dazu ist es alleine schon gut, gibt den Mitarbeitern die Sicherheit, dass es eine gute Sache ist und das ist eben auch genau das, was ich als Motivation jetzt mitnehme. Was ist mein Beitrag dazu, tatsächlich, dass diese Firma vorankommt und wie ist das Ganze miteinander verschaltet? Welche Ziele von denen, die sich eine Firma vornimmt, haben mit meiner Arbeit zu tun? Diese Frage zu stellen, aber gleichzeitig auch von unten zu sagen, wir haben Themen, die uns wichtig sind, die uns jetzt Stress bereiten und die für uns enorm wichtig sind, damit hier die Dinge funktionieren, wie sie funktionieren. Das heißt, genau diesen Alltag auch populär zu machen und zu sagen, Alltagsarbeit ist auch ein Vorhaben, ist auch ein Projekt, verdient es wahrgenommen zu werden. Das erleben wir im Testing ganz stark. Testing war bei uns immer so ein Faktor, der lief so nebenher. Und der ist eben dank unserer neuen Head-Struktur ist er auch ein Faktor geworden, der in jedem OKR-Set sich widerspiegeln muss, der einen Stellenwert bekommen hat, der auf Augenhöhe als Thema diskutiert wird. Das ist etwas, was durch das System sichtbar geworden ist und wir haben dadurch eine deutliche Aufwertung des Themas, aber auch der Mitarbeiter.
dann spüren können. In den Organisationen, wo es ja sowieso schon immer sportlich und wir müssen viel erreichen in so einem Quartal und wir müssen das dann auch noch testen und all diese Sachen. Und dann haben wir auch noch diese Sagen, wo im Tagesgeschäft, dann kommt es ja immer so ein bisschen schwierig daher, wenn dann auch noch ein neues System kommt, was dann auch nochmal mit zeitlichem Aufwand verbunden ist. Jetzt muss man sich auf der einen Seite Gedanken machen, ja, jetzt, was kommt denn eigentlich bei meinem Tagesgeschäft raus? Das ist ja so eine durchaus auch eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Auf der anderen Seite muss ich dann auch noch planen und zusätzliche Überlegungsplanungs-, Strategie-Meetings machen, bevor ich dann in der nächsten OKR-Periode meine Arbeit tun kann. Das ist ein Investment. Würdest du jetzt nach diesen Perioden, die ihr durchlaufen habt, sagen, dass es ein lohnendes Investment ist, also dass dieser Mehraufwand an Zeit für das quartalsweise Planen der OKRs sich positiv auszahlt, also dass ihr unter der Quartalszeit dann auch durchaus Zeit einspart? Definitiv. Also es lohnt sich, dieses Verfahren anzustoßen, dieses Verfahren auch, wie du immer schön sagst, hands-on zu starten und mitten im Quartal oder zum Anfang eines Quartals auch zu sagen, wir machen jetzt nicht noch irgendwie probeweise was und mit viel Theorie, sondern an den echten Vorhaben orientieren wir uns, setzen ein Set auf, machen unsere Erfahrungen daran. Und ich war, wie gesagt, begeistert davon, dass dieses erste OKR-Set eins war, wo die KRs nicht so richtig zu den Os passten, wo die Os teilweise auch nicht so ganz motivierend waren oder wir ganz weit daneben lagen. Aber die Mitarbeiter sagten, das System ist klasse, das gibt uns Klarheit, wir wissen, wo wir unsere Learnings haben, wo wir unsere Fehler gemacht haben und wir haben einfach den Glauben daran, dass eben über diese Zielsetzung über 3 Monate, wenn wir wissen, wie wir es zu tun haben, etwas richtig Gutes rauskommen kann. Und das hat man gemerkt, also das zweite OKR-Set, was wir jetzt für das 4. Quartal 2016 gemacht haben, ist deutlich besser gewesen als das erste Set, deutlich stimmiger in sich und das spiegelt sich in der Mitarbeitermotivation wieder, in dem Zielerreichungsgrad, in dem Spirit, den wir im Grunde bis in die Personalebene erzeugen können, weil die Leute verstehen, was für Potenziale in dem OKR-Set liegen. Sich selbst darzustellen, eine andere Wahrnehmung zu entwickeln, aber auch ein stärkeres Wir-Gefühl zu den Firmenzielen zu entwickeln. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Da werden nicht irgendwo Unternehmensziele gebildet. Keiner weiß, warum, für wen sie eigentlich da sind. Das sind Ziele, die daraufhin überprüft werden, inwiefern sie von allen Mitarbeitern auch getragen werden können. Das ist ein Wir, was sich quer durch die Firma zieht. Und das empfinde ich als sehr wohltuend. Das freut mich. Dieses positive Gefühl würden wir gerne irgendwie natürlich anderen Unternehmern mit auf den Weg geben, indem man das Thema OKRs noch ein bisschen breiter streut. Jetzt ist die eine Frage immer, würdest du das Thema aus deiner Unternehmersicht anderen empfehlen, auch sich damit auseinanderzusetzen? Und ein Punkt, der uns dann immer als Frage trifft, ist, was waren so die größten Stolpersteine, die man hatte in dieser Implementierung? Die kannst du ja dann aus deiner Sicht deutlich, deutlich besser beantworten. Vielleicht so die 2 Fragen noch zum Abschluss. Also ich kann OKR jeder Unternehmung nur wärmstens ans Herz legen, weil es eben, wie gesagt, die Unternehmung zwingt, sich zu überlegen, wo wollen wir hin, was ist auf Sicht erreichbar und wie messen wir das Ganze. Also es gibt dem Ganzen Struktur und Transparenz, ein neues Miteinander. Ich glaube, die größten Stolpersteine sind die eigene Haltung, den Zielen gegenüber, dem Vorhaben gegenüber zu öffnen, sich wirklich einmal motivierende Zielsetzungen für sich selbst, für seine Abteilung, aber auch für eine Firma zu überlegen. Das ist eine große Herausforderung, wo man nicht aufgeben darf, wo es am Anfang schwer ist, wo wir über Monate gebraucht haben, überhaupt richtige Objectives zu bilden, uns immer wieder gefragt haben, ist das wirklich motivierend, was wir uns da vorgenommen haben? Das war ein Prozess des Learnings, es auszuprobieren, wie fühlt es sich dann wirklich an, wie sind KRs zu bilden? Auch da war ein Stolperstein zu sagen, ist das, was wir tatsächlich als Maßnahme messbar durchführen, auch das, was dieses Objective überhaupt erreicht? Ist das ein Punkt,
der damit zusammenhängt, oder haben wir den einfach nur in dieses Set gepackt, weil das ein Vorhaben ist, was wir irgendwo unterbringen mussten, davon sich zu lösen und dann eben tatsächlich ein Gebilde zu schaffen, wo man feststellt, da kann ich sehen, wo ich stehe, was ich zu tun habe, was mein Team zu tun hat, wie das Ganze zusammenläuft und wie aus allem dann wirklich irgendwann hoffentlich auch die Vision Wahrheit wird. Das ist etwas, was Zeit braucht, um es technisch auf die Kette zu kriegen, weil es einfach erstmal erlernt werden muss. Das liegt uns nicht unbedingt in der Natur, sage ich mal, hier in Deutschland, Dinge nach vorne zu bringen, Dinge zu überdenken, mal einen Stein hochzunehmen, zu überlegen, kann man diesen Prozess nicht auch anders gestalten, sondern ich glaube, dass gerade auch Ergovia viel zu sehr aus der Sicht des Bewahrers geguckt hat, wie können wir einen Zustand konservieren, wie können wir ihn tatsächlich gewährleisten, anstatt zu sagen, wo sind vielleicht noch bestimmte Hemmschuhe, wie kann ich den Prozess entschlacken oder wie kann ich ihn beschleunigen oder wie kann ich ihn stressfreier gestalten. Das ist etwas, dazu lädt OKR ein, und was ich sehr schön finde, ist, es lädt es interdisziplinär ein. Das heißt, das Bilden der Sets ist eins, wo man eben über die eigene Disziplin, über das eigene kleine Team, der Entwickler zum Beispiel hinaus, dann ein Set bildet und auch die Meinungen der anderen dazu mit einholen kann. Ja, wir sind ja vor allen Dingen dann über diesen ganzen Prozess der Visionsentwicklung parallel zu den Sets dazu gekommen, dass beides sich angenähert hat. Also am Anfang hatten wir einen noch nicht so ganz trittsicheren strategischen Überbau, den entwickelt und dann die Sets angepasst, dann entwickeln sich diese beiden Welten natürlich deutlich besser zueinander, und das führt auch dazu, dass man im Umkehrschluss dann am Ende OKR-Sets hat, die inspirierend sind, in sich abgeschlossen sind, wo die KRs zu dem O passen, wo das O zur Strategie passt, und dass man merkt, am Anfang waren wir da noch nicht so ganz trittsicher, weil wir auch Projekte hatten, die wir jetzt irgendwie noch unterkriegen mussten, weil wir noch nicht so genau wussten, wo soll denn eigentlich die ganze Reise hingehen. Und das hat sich, denke ich mal, in diesem ganzen Prozess als deutliches Bild jetzt klar herausgestellt. Und das ist, wenn man oben sauber steht, man jetzt dann zu den O's und den KRs auch eine saubere Ableitung treffen kann und dass das Gesamtbild damit irgendwie wunderbar rund wird. Also ich kann dazu sagen, die Frage des Warum ist eine, die wir uns immer wieder gestellt haben. Tatsächlich auch zu erkennen, wofür machen wir das gerade? Was ist der Hintergrund, dass wir diese Aktion jetzt durchführen wollen? Und ich finde da tatsächlich diese Fragestellung über OKR, wie passt das zu unserem Gesamtvorhaben? Wie lässt sich das mit dem, was wir ansonsten so auf dem Zettel haben, verbinden? Da auch tatsächlich dann in die Lage zu kommen und festzustellen, es gibt Vorhaben, die passen einfach gar nicht dazu, was wir als Firma vorhaben. Also lassen wir sie sein. Perfekte Ableitung. Ganz herzlichen Dank für deinen Einblick in die spannenden Erfahrungen mit OKR. Ich denke, wir haben dem einen oder anderen, der sich damit auseinandersetzt, nochmal ein paar Argumente geliefert, auch ein paar Fragen beantwortet und können weiterhin die Stimmung positiv vorantreiben für das Thema. Vielen Dank.